der Video. Ich habe relativ bald den Strick abgemacht und mich die nächsten 2 Tage einfach erstmal beim Fressen dazugesetzt. Da hat sich jedoch relativ bald rausgestellt, dass ich es nicht so gut fand und angefangen hat zu drohen und mir einfach deutlich gemacht hat, dass sie mich nicht in ihrem Bereich haben möchte. Ich habe deswegen meine Methode geändert und mich erstmal nicht mehr beim Fressen dazugesetzt. Dazu muss ich aber sagen, dass sie bis letztes Jahr August in der Wildbahn gelebt hat und natürlich noch überhaupt nicht den Sinn des Menschen verstehen kann. In den nächsten Monaten ist natürlich mein Ziel, sie davon zu überzeugen, wie schön es sein kann, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Ich habe also Annäherung und Rückzug mit Hilfe eines Sticks gemacht, weil ich wollte, dass der Stick das erste ist, was sie berührt und eben nicht meine Hand. Mir war es super wichtig, dass sie von Anfang an lernt, auf den Reiz zuzugehen, weil ich sie auch nicht bedrängen möchte und ich natürlich auch möchte, dass sie mitentscheiden kann bei den Einheiten. Ich habe viele kleine Einheiten pro Tag gemacht, um sie nicht zu überfordern, und hier sieht man auch, wie lange sie teilweise eben braucht, um abzukauen, und die Zeit möchte ich ihr natürlich auch geben. Deswegen auch innerhalb einer Einheit gebe ich ihr ganz viele Pausen zum Nachdenken. Generell baue ich eine Einheit immer so auf, dass ich einfach die Einheit davor nochmal wiederhole und dann schaue, ob sie schon bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen oder ob wir eben auf dem gleichen Stand bleiben. Ja, nach ein paar Tagen ist sie dann richtig angekommen und hat ein wenig probiert, meine Grenzen auszutesten, wie man hier in der Sequenz sieht. Ich möchte natürlich nicht, dass sie probiert, mich zu bewegen, und habe deswegen selber Bewegung hier reingebracht. Sie hat sich als generell sehr selbstbewusst gezeigt, aber auch als super mutig und interessiert, und hat mir deswegen relativ bald diesen Moment geschenkt. Sie ist einfach zu mir gekommen, als ich abgeäppelt habe, und es war total freundlich. Ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, mich dann zu berühren. Und einfach geschaut, ob sie Kontakt aufnehmen möchte. Da fand ich es total schön, dass sie noch einen Schritt auf mich zugekommen ist und einfach auch so interessiert war und einfach von sich aus gekommen ist, was für mich ein super, super schönes Zeichen ist. Der Geruch meiner Hand ist allerdings noch ein bisschen merkwürdig. So, am 8. Tag habe ich dann weiter mit dem Stick gearbeitet und mich immer Stück für Stück weiter vorgearbeitet, dass ich irgendwann ganz vorne anfasse. Habe auch da viele kleine Wiederholungen gemacht und den Reiz dann einfach immer weggenommen, sobald sie sich den eben angeschaut hat. Na, hier hat sie zum ersten Mal die Hand richtig berührt. Da fand ich sehr positiv, dass sie von sich aus eben nochmal 2 Schritte drauf zugekommen ist und sich da die Hand ganz interessiert anschaut. Trotzdem noch ein bisschen merkwürdig findet sie es, aber genau. Nach ungefähr 1,5 Wochen konnte ich schon ihre Nase ein wenig kraulen und habe dann im nächsten Schritt geübt, den Karabiner vom Strick rechts und links ranzuhalten und zu bewegen. Das habe ich die letzten Tage, habe ich das immer weiter wiederholt, dass sich daran gewöhnt. Vor ein paar Tagen hatten wir dann wieder eine Situation, da habe ich das eigentlich nur nochmal wiederholt. Aber da sieht man, dass sie schon ganz gern Grenzen austestet. Dadurch, dass ich nicht möchte, dass man so mit mir redet, habe ich sie dann tatsächlich von mir aus wieder in Bewegung gebracht. Momentan arbeiten wir weiter daran, den Strick einhängen zu können. Es ist unheimlich schön und macht super viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Ihre Körpersprache ist unheimlich fein. Sie ist sehr selbstbewusst, aber hat an sich ein sehr, sehr großes Interesse an mir, was natürlich mein ganz großer Vorteil ist.